Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Kauder, sehr geehrter Herr Erzbischof Hollerich, Herr Kastor, Exzellenz, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Konrad-Adenauer-Stiftung, mein Name ist Stefan Nierold, ich bin der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Brüssel und damit auch zuständig für unsere Arbeit hier in Luxemburg. Es ist eine große Ehre, Sie zu diesem 30-jährigen Jubiläum des CDU-CSU-Freundeskreises in Luxemburg begrüßen zu dürfen. Wir richten diesen Abend gemeinsam aus mit dem CDU-CSU-Freundeskreis. Es ist das erste sogenannte Adenauer-Forum, das wir überhaupt hier in Luxemburg durchführen. Wenn Sie mich nun fragen, was ist das Adenauer-Forum, dann sage ich immer der Verständlichkeit halber Abendessen oder Mittagessen mit Vortrag. Wenn sich hier der Name Adenauer Forum einbürgert, so soll uns das recht und billig sein. Aber überhaupt Luxemburg, die Adenauer Stiftung, so sagte mir bei meinem ersten Besuch hier in Luxemburg der Botschafter, war bisher noch nicht so recht tätig hier in Luxemburg. Er kannte zwar meinen Vorgänger, aber so richtig hätte das hier noch nicht Einzug gehalten mit der politischen Bildungsarbeit der Adenauer Stiftung. Und wir waren uns beide einig, das muss sich dringend ändern. Und damit sich das ändert, haben wir verschiedene Dinge aus dem Kreis gesetzt und eine dieser Veranstaltungen, an einer dieser Veranstaltungen nehmen Sie heute Abend teil. Luxemburg ist für mich, meine Damen und Herren, immer eine Stück weit Erholung von der Brüsseler Hektik, gerade in diesen Tagen, eigentlich seit Beginn meiner Tätigkeit im Mai letzten Jahres ist es so gewesen, denn in Luxemburg ist etwas kleiner, etwas ruhiger und deutlich angenehmer als in Brüssel. Deshalb komme ich immer hier sehr gerne her und versuche hier die Stiftung zu vertreten. Ich möchte an dieser Stelle, denn es liegt daran, dass es hier angenehm ist, liegt ganz besonders an zwei Personen. Diesen beiden Personen möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken. Das ist zum einen der Vorsitzende des CDU-CSU-Freundeskreises in Luxemburg, Herrn Lars Rieger. Ich habe ihn seit dem Antritt meines Mandates in Brüssel als wirklich große Stütze und große Unterstützung für unsere Arbeit in Luxemburg kennenlernen dürfen. Und auch diese Veranstaltung heute Abend hätte ohne seine tatkräftige Unterstützung und die exzellente Kooperation mit dem CDU-CSU-Freundeskreis in Luxemburg stattfinden können. Ich möchte aber einer zweiten Person danken, die uns zumindest in dieser Funktion bald verlässt. Und das ist unser verehrter Botschafter Dr. von Mohr, den ich als guten Freund der Adenauer Stiftung kennenlernen durfte und als guten Freund Luxemburgs, dem es darum geht, die deutschen und die luxemburgischen Interessen zusammenzuführen und die Kooperation auf allen Ebenen zu stärken. Ich glaube, das ist wirklich aller Ehre wert. Leider müssen Sie uns in dieser Funktion zumindest verlassen, aber er hat mir verraten, dass er uns erhalten bleibt für die deutsch-luxemburgische Zusammenarbeit. Herr Dr. von Mohr, bedanke mich. Meine Damen und Herren, wir haben uns heute Abend in Absprache mit Herrn Rieger, dem Büro des Fraktionsvorsitzenden, als Thema erwählt, die christlich-demokratische Zusammenarbeit deutscher und auf luxemburgischer Seite als Bestandteil, als Element der europäischen Integration. Und man kann, glaube ich, wirklich mit Fug und Recht sagen, dass Luxemburg und Deutschland seit über 60 Jahren tragende Säulen dieser europäischen Integration sind. Beide sind Gründungsmitglieder, beide bekennen sich zu einem gemeinschaftlichen Europa. Und gerade die Christdemokraten, meine Damen und Herren, haben eine tragende Rolle gespielt. Sicherlich Konrad Adenauer, sicherlich Helmut Kohl auf deutscher Seite, und ich nenne auch Jacques Santer und den amtierenden luxemburgischen Ministerpräsidenten Jean-Claude Juncker, wie auch in der seit Beginn ihrer Amtszeit die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich glaube, dass die deutsch-luxemburgische christdemokratische Kooperation wirklich ein
wichtiges Element dieser europäischen Integration war, ein treibendes Element. Ich glaube, gerade heute brauchen wir dieses Element umso nötiger. Nur wenn wir Christdemokraten, meine Damen und Herren, in Europa gemeinsam auftreten und mit gemeinsamer Stimme sprechen, kann in einer EU der 27 dieser Integrationsprozess positiv beeinflusst werden. Beide christdemokratischen Parteien, die CSD, Herr Schwaut, ich grüße Sie als Vertreter der CSD hier heute Abend. Danke, dass Sie da sind. Beide christdemokratischen Parteien stehen für einen Konsolidierungskurs, für nachhaltiges Wirtschaften, für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. In Europa gibt es, meine Damen und Herren, vermehrt Stimmen, die sich einen Ausweg aus der Krise dadurch erhoffen, dass kurzfristig wirkende Konjunkturpakete aufgelegt werden. Wir glauben, dass wir damit den Konsolidierungspfad verlassen. Umso wichtiger ist es daher, zuverlässige Freunde im Rahmen unserer Politik bei der Politikgestaltung zugunsten Europas zu finden. Und wir hatten heute einige Treffen heute im Laufe des Nachmittags. Ich konnte in dem Treffen mit dem luxemburgischen Finanzminister Frieden erfahren, dass hier ein wirklicher Partner zur Seite steht. Es ist also nicht nur so dahergesagt, sondern es ist wirklich ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Strategie, die verfolgt wird. Meine Damen und Herren, Sie als Mitglieder des CDU-CSU-Freundeskreis sind aber auch ein wichtiges Bindeglied für die bilateralen Beziehungen der Christdemokraten. Sie sind die Botschafter der deutschen Christdemokratie in Luxemburg. Ich möchte Ihnen ganz herzlich zu Ihrem 30-jährigen Jubiläum gratulieren und Ihnen für die kommenden Jahrzehnte alles Gute wünschen. Zu diesem Anlass ist es mir auch eine Freude, den Vorsitzenden des Kreisverbandes Brüssel, Herr Jochen Richter, zu begrüßen, der ebenfalls da ist. Herr Richter, danke, dass Sie da sind. Es freut mich aber zu guter Letzt besonders, dass es uns gelungen ist, einen hochrangigen Redner, einen hochrangigen Referenten für diesen heutigen Abend gewinnen zu können. Und dieser Referent ist für sein betontes Auftreten für das C, für das Christliche, im Namen der CDU bekannt, damit eben für eine Wertgebundenheit und die Bedeutung des christlichen Menschenbildes. Auch darüber haben wir uns heute schon mehrfach unterhalten, insbesondere auch in dem Gespräch der Erzbischof Dr. Hollerich. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt zum Schluss einige organisatorische Hinweise geben. Wir werden jetzt zunächst einen Lieder hören.